So, wir haben hier ein schönes Gameplay mit der BAR, beziehungsweise mehrere schöne Gameplays mit der BAR in dann verschiedenen Variationen und Aufsätzen. Und die BAR ist eigentlich ein sehr akzeptables Gewehr in dem Spiel. Das Einzige, was mich dabei stört, ist, dass es ein Maschinengewehr ist und die etwas langsame Feuerrate und der sehr hohe Rückschuss. Ich glaube, BAR benutzt aber 308er Munition. Oder war das die 308? Auf jeden Fall hat die BAR schon immer sehr reingekickt, was man natürlich hier in dem Spiel wunderbar wiedergibt. Andere Spiele, in denen man das wunderbar bemerkt, sind sowas wie Verdun. Wow. Sowas wie Verdun. Also das heißt wirklich, die BAR ist eine gut reinkickende Waffe. Das wird hier in dem Spiel wiedergegeben. Nicht so wie in modernen Shootern, wo die einfach straight on target bleibt. Ja. Aber dennoch, kleines Magazin, sagt derjenige, der das FG42 als beste Waffe im Spiel sieht. Aber dafür, dass sie so hart reinkickt, also nach oben weg, ist es wirklich für mich so, dass die Waffe nicht gerade die beste so ist für präzise Range-Fights. Dennoch kann man mit der BAR wunderbar arbeiten, wie man hier sieht. Also es ist wirklich ein solides Baby. Man kann hier wunderbar reinschießen, auch so mittlerer Entfernung. Aber manchmal wollen sie auch einfach nicht umkippen. Und das ist so das Problem. Hier so auf Long-Range, auf Long-Range kann es mal ein bisschen dauern, bis sie umkippen. Da kann man dann wirklich mal etwas mehr Zeit mit dem Reinschießen verbringen. Und ja, das ist halt alles so eine Sache. Auch hier wunderbar. Wenn man so einzelne Schüsse abgibt, alles gut. Aber wenn man denn so Dauerfeuer macht, dann ist sie wieder sehr unpräzise. Und oh, schön mit der Molly. Aus der Hüfte, auch solide, wie man sieht. Ja, die BAR blank ist aber jetzt auch nicht so meine Lieblingsvariation. Ich finde, auch wenn es schade ist in dem COD, aber das Zweibein ist relativ useless bei sehr, sehr vielen Waffen. Aber irgendwie finde ich Zweibein bei MGs immer geil. Aber leider kann man es bei der BAR auch nicht so gut benutzen. Also MG42, Browning oder so, da geht es super. Oh, DP28 oder so? Die DP28, dieses MG der Russen, das helle MG. Da auch, aber, also nee, warte, Typ 99... FG42 eigentlich total useless. Alles, was kaum Munition hat, BAR, ist das Zweibein eigentlich total useless. Und ob die noch, was hat die noch für einen Aufsatz? War das ein Bajonett? Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die hatte drei. Bin mir aber echt nicht sicher. Oder hat die ein Scope? Ich glaube, die hatte ein Bajonett. Das Gute ist, das sehen wir alles in den Videos, weil meine Mühe, die ich mir mache, ist ja, alle Aufsätze in einem Video zu verpacken und. Hier sehen wir noch so ein bisschen die blanke BAR, wie die gerade abgeht. Und ich bin ganz ehrlich, die haut gut rein. Und diese Map hat sogar mehr als genug Lanes, auf die die BAR gut ist. So die Mid-Range, also mittlere bis kurze Entfernung ist die BAR enorm gut. Wobei mittlere Range ist eigentlich das, mit dem man am meisten mit der BAR agieren sollte, weil im Nahbereich sind Maschinenpistolen und Schrotflinten einfach zu gut, aber in der Mitte, also so Mid-Range, ist die BAR einfach fast unschlagbar gegen vieles. Liegt am hohen Damage-Output. Einzige, was halt natürlich etwas die Waffe schwächeln lässt, sind die der Rockstoß. Weil sie ein bisschen nach links und rechts springt und das ein bisschen wild sogar manchmal. Und oh mein Gott. Immerhin zwei bekommen. Das haben die wohl nicht mitkommen gesehen. PPSH heißt das Teil. Ah. Aber gut. Noch kurz in der Ecke bleiben. Vielleicht kommt da jemand reingepusht. Und 3, 2, 1. Ja, nochmal ein Free Kill. Und nochmal schon mit der BAR weggesnackt. Und hier haben wir die BAR schon mit dem Zweibein. Und oh, wo kommt die Feuerrate her? Fragt man sich jetzt richtig? Richtig. Die Feuerrate kommt vom erhöhte Feuerrate Perk. Und wie man sieht, Alter, jetzt hat die BAR nicht mal eine Feuerrate, die ordentlich ist. Damit kann man auch im Close-Bereich kämpfen. Jetzt haben wir aber weniger Schaden. Das darf man nicht vergessen. Dadurch reduzieren wir auch den Schaden der Waffe. Weil jetzt hat sie den Standardschaden, den sie macht. Davor hatte ich auf jeden Fall noch erhöhter Damage dabei. Jetzt haben wir die Feuerrate. Aber die BAR sieht optisch bei Weitem geiler aus, wenn sie dieses Zweibein dran hat. Es sieht einfach so viel schöner aus, nur wegen dem Zweibein. Ich rede rein optisch davon, nicht ob es jetzt praktisch ist oder so, aber optisch ist einfach geiler. Und naja, wir nutzen natürlich auch das Zweibein, wenn es schon da ist, aber yay. Es ist auch gar nicht mal schlecht, ehrlich gesagt. Also es ist nicht
Crap! Gerade mit der Feuerrate. Gerade so haut die Bar enorm rein. Man kann ja auch wunderbar aus der Hüfte agieren damit und... Ah. Natürlich die 1911. Wir haben natürlich immer die passenden Sekundärwaffen zu den Primärwaffen. Oh. Das war ein... Das war mit Zurückwerfen gemacht, aber das klang wie ein Triple-Hit-Marker oder Vierfach-Hit-Marker. Das war ja ein sehr interessantes Geräusch. Ich mochte das Geräusch hier. Brrrt. Klang gut. Na, Bar hinstellen. Stationäres Maschinengewehr. Und sehen. Oh ja, bam, erster weg. Und jetzt müssen wir eigentlich schon nachladen. Man kann nicht nachladen, während man im Zweibein ist. Das ist sehr, sehr schade. Man kann nur nachladen, wenn man die Waffe runternimmt vom Zweibein. Und das finde ich schade, dass sie das nicht gemacht haben. Ich glaube, in neueren COD-Teilen kann man nachladen, wenn man das Zweibein hat. Oder sie aufgestützt hat, sagen wir es mal so. Aber leider hier 2008 ging das noch nicht. Und 2009 in Modern Warfare 2 gab es noch nicht mal mehr Zweibein oder Aufschützen. Das ist eigentlich schade. Auch wenn ich damals eine Diskussion hatte, daran kann ich mich erinnern mit ein paar Kumpels. Sie meinten, die Intervention zum Beispiel oder die AUG hatten Zweibein vorne dran. Und die meinten, wenn man sich hinlegt oder an einem Fenster rausguckt und sich hinhockt, dass der Rückstoß der Waffe reduziert wird wegen dem Zweibein. Ich habe gesagt, das stimmt nicht, weil das ist einfach nur ein optischer Aspekt. Und die meinten aber, es sei so, weil es ein Fakt ist, dass ein Zweibein das macht. Ich habe nie einen Unterschied gemerkt, ob ich jetzt mit einer der Waffen aus der Hüfte normal im Stehen schieße oder im Liegen oder an einem Fenster hockend, weil das Teil einfach rein optisch war und keinen wirklichen Nährwert gameplay-technisch hatte. Das gleiche war auch in Black Ops 1, da gab es auch Waffen mit einem Zweibein. Und ich bin zu 100% sicher, dass all diese Waffen rein optischen Aspekt und optischen, also rein optisch was gemacht haben und nicht spieletechnisch. Und naja, ich fand die Diskussion interessant, weil die haben, ich glaube, selbst bis heute sind die meisten davon noch überzeugt, dass es so war. Naja, sollen sie es glauben? Ich bin der festen Überzeugung nicht so. Wer am Ende des Tages recht hat, keine Ahnung. Ich bin davon überzeugt, dass meine Version recht hat, weil sonst würde es ja was bringen, sonst hätte man das auch gemerkt. Gerade auch bei der Intervention, warum sollte ich dort den Rückschuss reduzieren? Bei der AUG ist ja noch verständlich, aber die hat ja auch so gut wie gar keinen. Aber na gut. Hier in dem Spiel bringt das Zweibein wenigstens was, wie man sieht. Da können wir wenigstens den Rückschuss wirklich reduzieren und stabil auf unsere Ziele schießen. Die Schüsse gehen zwar noch so ein bisschen nach links und rechts und nicht genau da auf unser Ziel hin, aber sie haben bei Weitem weniger Spray-Radius, als wenn wir über Kim und Korn ziehen, weil da springt die Waffe ja wie verrückt übers Bild. Ja, komm. Perfekt. Den haben wir auch ausgeschaltet. Easy. Langsam, aber sicher ernährt sich das Eichhörnchen heißes und wir ernähren uns hier richtig gut, während wir hier die Stellung halten und alles, was aus dieser Ecke kommt, einfach mit dem Bar weghauen. Oh, nochmal hier. Oh, das ist ein ganz netter Spot sogar. Ich wusste gar nicht, dass ich das... Oh, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass man sich dahin hocken kann. Die Aufnahmen sind jetzt auch gerade mal einen Monat alt, aber das, so schnell vergesse ich schon wieder Sachen. Liegt das daran, dass ich mittlerweile alt werde? Na, mal sehen. Aber das Einzige, was mich halt stört, wie man sieht, Waffe leer, 20 Schuss ist rein gar nichts. Gerade auch, wenn man hier so eine defensive Stellung hat. 20 Schuss ist nix. Wir versuchen natürlich hier möglichst viel mit dem Zweibein zu machen, wenn wir schon dabei haben. So wie die Gegner auch versuchen, andauernd uns mit Granaten abzuwerfen. Aber hey, wir kommen nicht weit genug. Na? Wo kommt der Nächste? Da. Aber schon wieder alle. Und schon wieder müssen wir nachladen. Ich weiß, ist halt so, man kann nicht viel mehr erwarten. Gerade nicht von der Waffe, die nur 20 Schuss hat, aber einfach jetzt das Magazin unten rausziehen, neues reinstecken. Fertig. Schön wär's. Aber hat man ja in späteren CODs so gemacht, dass es geht. Also das ist auch eine kleine Entwicklung, die man so sieht. Ich würde zu sagen, dass das eine Entwicklung ist, weil, naja. Aber es ist halt so. Oh, hier, schön das DP. Oder PD. Das Teller-MG der Russen. Eine schöne Waffe und, wow. Nicht ein Hit-Marker. Aber hey, immerhin haben wir Light ausgeschaltet. Damit wird es dunkel hier. Ha. Was es teilweise für Spots auf diesen Maps gab, teilweise. Das war so awesome.
sich einfach hier oben auf diesen Berg zu legen, hinter so einem Sandsack. Die Position, wo man die MGs festmachen konnte, waren meistens Sandsäcke, Fensterbänke oder kleine Mauern. Es war nicht überall. Auch wenn es auf der perfekten Höhe war und perfekt für ein Zweibein, konnte man teilweise da kein Zweibein rauf machen auf manchen Sachen. Das war, früher war das Zweibein deswegen ziemlich useless, weil es kaum Spots gab, wo es wirklich hingepasst hat. Oder meistens waren die nicht im Winkel, wo es sich gelohnt hat, wie man hier auch sieht. Ich mach's hier hin. Aber wir haben nur so einen kleinen begrenzten Bereich. Wir können so ein bisschen darüber machen, aber jeder Sniper würde uns kriegen. Euer Remske, haut rein.